Karies ist echt eine Geißel der Menschheit. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Karies tatsächlich eine der größten Gesundheitsgefahren für die Menschen in den Industrieländern. Verursacht durch Bakterien und befeuert durch Zucker, den wir täglich zu uns nehmen, entstehen die Löcher in den Zähnen. Und jetzt soll es tatsächlich möglich sein, sich gegen Karies impfen zu lassen. Wie der Impfstoff funktioniert, ob er eine Allzweckwaffe gegen Karies ist und ob jetzt endlich Schluss mit dem lästigen Zähneputzen ist, jetzt in Klicks und Science and Fiction, herzlich willkommen. Streptococcus mutans. Alleine der Name des Bakteriums klingt fürchterlich und alle, die schon einmal Löcher in den Zähnen hatten, wissen, dass dieser Name des Karieserregers völlig zu Recht einen so angsteinflößenden Klang hat. Die Bakterien treiben nicht nur im Mund von denjenigen unter uns ihr Unwesen, die es mit der Zahnhygiene nicht so genau nehmen. Auch Menschen, die 2 bis 3 Mal täglich Zähne putzen, dann noch Zahnseide benutzen und außerdem noch Mundspülungen machen, haben nicht selten mit Karies zu kämpfen. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Denn einem Forschungsteam aus China ist jetzt wohl das gelungen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon seit rund 60 Jahren versuchen, einen Impfstoff gegen die Bakterien zu entwickeln. In der Vergangenheit konnte bereits schon einmal ein effektiver Wirkstoff gefunden werden, doch immer zeigten sich ungewollte Nebenwirkungen wie etwa Entzündungen. Das chinesische Forschungsteam knüpfte an frühere Studien an, in denen man versucht hatte, verschiedene Proteine zu verschmelzen. Ihr Ziel dabei, Streptococcus mutans soll letztendlich daran gehindert werden, an die Zähne anzudocken. Und tatsächlich, durch die Kombination von verschiedenen Proteinen konnten die Nebenwirkungen laut der aktuellen chinesischen Studie minimiert werden. Doch die Wirkung blieb erhalten. In Tierversuchen, bei denen der Impfstoff Mäusen und Ratten über die Nasen verabreicht wurde, verhinderte der entwickelte Impfstoff in knapp 65% der Fälle einen Kariesausbruch. Bei rund der Hälfte der Tiere, die mit dem Erreger infiziert waren, konnten die Erkrankungen geheilt werden. Jetzt stehen erst einmal weitere Tests an, bevor der Impfstoff wohl Millionen Menschen auf der Welt helfen könnte. Und zwar nicht nur Menschen in Industrieländern, die durch übermäßigen Zuckerkonsum Karies bekommen haben, sondern auch Betroffenen in Entwicklungsländern. Denn dort haben die Menschen teilweise keinen Zugang zu frischem Wasser, Zahnbürsten und Zahnpasta. Zudem fehlt oft das Wissen bezüglich einer effektiven Zahnhygiene. Doch alle, die jetzt glauben, dass dieser Impfstoff uns irgendwann einmal vom lästigen Zähneputzen befreien wird, die muss ich enttäuschen. Das betont das chinesische Forschungsteam selbst. Der Impfstoff ist lediglich als eine Ergänzung zur täglichen Zahnpflege gedacht. Denn eines steht fest, der Streptococcus ist nicht der einzige Übeltäter im Mund. Durch den Impfstoff wird er zwar gehindert, sich auf der Oberfläche der Zähne festzusetzen, dennoch kann er sich weiter im Mund ausbreiten, denn final besiegt wird er durch diesen Impfstoff nicht. Da sage ich mal noch nicht. Wie die Menschheit an den Pocken gezeigt hat, ist sie in der Lage, Krankheiten vollkommen auszurotten. Nur bei den Masern, da hakt es im Moment, weil Egoismus und Dummheit flächendeckende Impfungen verhindern. Aber da kommen wir wahrscheinlich durch Impfpflicht dem Ziel näher. Ich sehe da durchaus eine verheißungsvolle Zukunft. Zwar werden wir höchstwahrscheinlich immer mal wieder von großen, auch tödlichen Epidemien heimgesucht, aber Impfstoffe werden wohl immer schneller und effektiver gefunden werden. Ein Riesenthema auf jeden Fall hier bei Klicksum, halte ich euch dazu. Natürlich auf dem Laufenden, wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Superbacillus aufgetaucht. Fachleute befürchten Pandemie. Da geht es um einen wirklich ziemlich tödlichen Superbacillus, der eine Pandemie auslesen könnte. Gerade wurde er entdeckt. Extrem spannendes Video, also nicht verpassen und draufklicken. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.